Katsuya. Nee, ein Imrikuila-Gefangener, der aber aussieht wie Katsuya. Titel, aber ich höre sie nicht sprechen. Vielleicht zu weit weg. Verrückt! Gruselig. Ah, da ist sie. Ja, ja, dass man alles so in Zeitlupe immer öffnen muss. Sagt, geh in die andere Richtung. And so he did. Die Tür ist verschlossen. Alert. Die Kamera obscura registriert etwas. Zwei Bilder. Ich kann etwas auf dem Foto erkennen. Porträts der Verstorbenen? Der Schlüssel muss hier versteckt sein. Die Porträts, die auf dem Foto zu sehen waren, müssen irgendwo in diesem Haus sein. Na, Halleluja. Da ist doch was. Da sind Hände. Sie wollen nach dir greifen. Ich habe Resident Evil 2. Ja, jetzt kommen sie durch. Na komm. Los, beschieß sie mit deinen Polizeipatronen. Ja, das war. Opferpuppe. Random. Nein, ich will die Kamera wieder anlegen, nicht weglegen. Kamera. Das war Töter. Ach, Mann. Cower Games, folgt mir jetzt. Wer auch immer das ist. Keine Ahnung. Zumindest mal ausgewichen. So Game gegen die zu kämpfen ist irgendwie kacke. Oh, fast alle Kämpfe sind in Gängen irgendwie kacke. Das hört sich an, als würde eine Geist gerade gähnen. Oder gerade aufwachen. So, dann können wir beide einfach aufs Blut. Mit so einer schönen Zehner-Kombo. Und dann verschmelzen die irgendwie ineinander. Yeah. Fusionieren. Ach ja, genau, wir müssen ja die Bilder von. Tja, waren diese Bilder. Korrekt. Jetzt bloß. Hier waren sie nicht. Dum-di-dum-di-dum. Die Tür ist nun geöffnet. War die nicht vorhin? Ach ja, na dann. Ach, das war die, die von der anderen Seite versperrt war, ne? Ja. Hast du sie jetzt aufgemacht? Fernseher. Ah, hat auch was mit Bildern zu tun, aber nur entfernt. Auf dem Bildschirm ist ein Rauschen zu sehen, ich kann darauf nichts erkennen. Geht mir mit meinem Fernseher auch oft so. Bilder, Bilder, ich sehe keine Bilder. Ein Loch. Achso, ja, hier drin waren wir gerade. Aber hier geht's hoch. Hier waren wir noch nicht. Oder doch, Moment, hier sind wir überhaupt erst hergekommen, oder? Hm. Ich
glaube schon, ja. Sein, dass die Bilder hier sind, sind ja irgendwo in dem Haus. Ich weiß es gerade so aus dem Stegreif nämlich ja. Nicht mehr. Eine Wand. Haha, I'm a wall and I'm blocking you. This apartment sucks. So das kannst du laut sagen. It's because you just went into the dumpster. Ew. Who said that? So, da sind wir wieder beim Eingang. Das war unbefriedigend. Jetzt sind wir wieder bei dem Fernsehraum. Bilder denn hängen? Die sie guck mal da auf die Kommode. Auf die Kommode links von dir. Oder hinter dir mittlerweile. Ach ne, ich dachte, ich hätte dort eine Kommode gesehen, aber es waren nur Schatten. Da habe ich mich wohl verscheißern lassen. Weil ich glaube, die Bilder hangen nicht irgendwo, die standen. Also das waren auf irgendeinem Regal, glaube ich. Aber dafür müsstest du das Bild nochmal angucken. Ich muss den ganzen Dokumenten raus. Scheiße, wo genau. Hier waren die mit dabei, meine ich. Oder war das auch bei Notizen? Ja, wir suchen die irgendwie jedes Mal aufs Neue. Ich weiß, dass sie irgendwo ganz unten direkt eigentlich mal mit dabei waren oder so. Ah, Moment, war das hier nicht das Bild? Genau, was wir da in den Dinges machen mussten. Da müsste es hier eigentlich in der Nähe sein. Mhm. Porträt der Verstorbenen. Ja, stimmt, die stehen da auf so einem... Da! Auf so einem, weiß ich nicht, Fensterbrett oder was ist das? Oder Regal oder sowas. Ja, auf irgendeinem Vorsprung. Irgendwie sowas, ja. Okay, das grenzt es dann schon mal ein bisschen ein. Ein bisschen, immerhin. Ja, ich meine, da kann man zumindest schneller finden. Als wenn es irgendwo. Moment, was hat er da noch gesagt? Jetzt kann ich es nicht mehr untersuchen. Wa? So, ich weiß nur, dass die Porträts auf dem Foto irgendwo in diesem Haus sein müssen. Ach so, okay. Ich dachte, er hätte vielleicht so einen Hinweis gegeben, wie sie stehen oder hängen oder. Whatever. Hey, da oben. Über der Tür. Das sieht doch verdächtig aus. Tatsächlich. Aber das da hängen Bilder. Aus, als die. Da auf deiner rechten, zu deiner rechten hängen, glaube ich, auch nochmal Bilder. Aber ich habe keinen Angriffspunkt. Obwohl, die hat man bei denen. Ah, jetzt. Aber dann hängen sie doch an der Wand. Aber ich finde, da sieht es aus, als würden sie irgendwo draufstehen. Etwas ist aus dem Rahmen gefallen. Ja, deine Fantasie. Rostiger Schlüssel. Yeah. Danke, Spiel, dass du mir jetzt sagst, wo die Tür ist.
Oh, shit. Oh. Ist. Schön, dass du so cool bleibst, Rui. Wahrscheinlich ist er das schon gewohnt. Ja. Da hast du kurz einen Prozess gemacht. Er hat zurückgelassen, als er verschwand. Oh, das war Kazuya. Ach ja, eine Notiz. Zerknüllt und stark beschädigt. Etwas steht auf ihnen geschrieben. Nein. Hey! Ich wurde als ihr Bräutigam ausgewählt. Ja, und wer war die Braut? Die sich nicht traut. Ich muss jetzt gehen. Sie hat schon lange gewartet. Sie wartet da vorne, aber nicht auf mich. Sie wartet auf jemand anderen. Kazuya. Hä? Und wie? Ja. Schöner Gedankengang, ne? So. Ja, danke, Spiel, dass du mir anzeigst, wo die Tür ist. Kann ich auf meine schöne imaginäre Karte gucken, die natürlich nicht auf meinem Controller drauf ist, sondern die ich natürlich nebenbei mitzeichne. Ja. Na klar, die hast du im Kopf. Ja, absolut. Schließlich bist du Vollprofi. Vom Besten gelernt. Ich kann die benutzen, aber ich kann die Tür doch jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist kein Öffnen-Kommando da, oder wie? Ich laufe mal einfach weg. Ja, ja, klar. Sure, why not? Aber Rui ist ja nicht Ashley, die sich, wenn man ein Stück weiter wegläuft, einfach hinkniet und nichts mehr macht. Ja. Gute Ashley. Hm? Ja, bitte? Jetzt setzt er sich auf die andere Seite. Das wäre super. Rennfand Rui in einem Requillar im verschleierten Haus. Wurde jedoch selbst mit hineingezogen. Er erwachte in einem ihm unbekannten Haus. Eine alte Dame in Weiß führte Ren in einen Raum, in dem Rui, verkleidet als Braut, auf ihn wartete. Es schien der Raum zu sein, in dem die Hochzeiten zwischen den Lebenden und den Toten abgehalten werden. Abgefahren. Rui verwandelte sich plötzlich in eine furchterregende Braut in Schwarz. Dann waren... ja, es war furchtbar. So furchtbar, dass sogar fast Schluckauf entstanden ist. Nicht mehr in den Aufnahmen, so wie früher. Dann waren sie plötzlich wieder im Haus des Volkskundlers. Dort trafen sie auf Rens Freund Kazuya, dessen Hochzeit mit einem Geist schreckliche Folgen gehabt hatte. Das verschleierte Haus verschwand daraufhin zusammen mit Kazuya im Nebel. Ja, mit uns zum Glück nicht mehr drin. Gott sei Dank. Immer noch ein S-Rang, ne? Ja, ich glaube, ich habe... Gekonnt ist eben gekonnt. Ich glaube, meine Bestzeit, wenn ich das vorher noch richtig gesehen habe, war 1 Stunde 12 Minuten. Jetzt 39 Minuten. Ja, aber ich hatte vorher einen S-Plus-Rang hier, weil ich natürlich auch da deutlich mehr Gegenstände eingesammelt hatte. Und den Spiegelstein wahrscheinlich nicht verloren hatte. Na.
Ja, ich lasse dich entscheiden, noch ein Kapitel oder Pause. 12. Wie spät ist es denn jetzt? Mittags. Mittags? Ach ja, gut, ja dann. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen erstmal ein Päuschen und. Ja. Dann können wir uns jetzt mal extra beschweren, dass es hier nicht mehr weitergeht. Ja, ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dass du dabei warst für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest Spaß und hoffe, du bist beim nächsten Mal. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Wenn es vielleicht heißt, dass wir das Spiel zu Ende bringen können. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal ist Finale. Könnte man schaffen, ne? Kann man schaffen. Alles klar, ja gut, dann kann man schaffen. Sage ich an dieser Stelle wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal, keep gaming und du hast das letzte Wort. Ciao.